Das einfach kann. Ja. Also das ist ja, dass es Leute gibt, die vom Shaitan in der letzten Sekunde beeinflusst werden. Hast du vielleicht ein Beispiel, wo man einen Praktizierenden oder irgendjemanden hatte, der sein ganzes Leben auf der Wahrheit gelebt hat und kurz vor seinem Ende seines, vor dem Tod, also den Islam sozusagen verlassen hat? Oder nein. Was passiert ist in dieser Stadt? Der Bruder sagt, wie ist das? Gibt es Beispiele von Leuten, die ihr Leben lang Taten der Paradiesbewohner gemacht haben und dann im letzten Moment etwas anderes als diese Tat gemacht haben und damit als schlechte Menschen gestorben sind? Allen voran, bevor wir Beispiele anführen, wer sagte uns das? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa dhira'. Einer von euch, die Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim, einer von euch macht die gesamte Zeit, begeht die gesamte Zeit Taten der Paradiesbewohner, bis zwischen ihm und dem Paradies nur noch eine Elle entfernt ist. Eine Elle meint jetzt nicht eine Elle. Subhanallah, ich meine. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. So ist er nur noch eine Elle von diesem Paradies entfernt, so macht er eine Tat der Höllenbewohner und geht aufgrund dessen in das Höllenfeuer ein. Die Gelehrten sagen, diese Leute sind Leute, die Heuchler waren, die nur ihre Taten für wen gemacht haben? Für andere. Nicht nur Heuchler, auch Leute, die was nur hatten? Riya. Die Taten von einem Heuchler sind alle Riya. Aber von einem Gläubigen könnte es sein, dass er manchmal die Taten für Allah macht und manchmal für andere. Aber ein Heuchler wird niemals Taten machen, außer für die Menschen. يُرَاؤُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Wie Allah über sie sagt, sie wollen sich vor den Menschen zeigen. Eine Person könnte die gesamte Zeit, wie in einer anderen Überlieferung, die diese Überlieferung erklärt, dies bei Bukhari, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ إِنَّ رَجُلًا لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي مَا يَبْدُو للناس وهو من أهل النار. Einer von euch begeht die gesamte Zeit über die Taten von einem Paradiesbewohner. Jetzt kommt das Entscheidende. Wie es den Menschen, wie es den Menschen erscheint. Was bedeutet das? Ich sitze hier in der Moschee und ihr seht mich, wie ich Koran lese. Was ihr aber nicht gesehen habt, bevor ihr gekommen seid, habe ich was ganz anderes gemacht. Aber als ihr gekommen seid, was habe ich rausgeholt? Den Koran. Ihr sitzt hier in der Moschee und einer telefoniert mit seiner Freundin. Dann kommt er und sieht, der Sheikh kommt rein. Der sagt, nachdem er mit seiner Freundin geredet, er sagt, Subhanallah, ja Sheikh, ja. Ja, ja, das stimmt, Sheikh. Er redet gerade mit einem Sheikh, aber ohne Bart. Sheikh. Mafhum? Das sind Leute, die beten, nur um gesehen zu werden. Einer kommt hier rein, der betet normalerweise zu Hause nicht. Wir verspäten 2-3 Minuten das Gebet. Er sagt, A'udhu Billah, was ist los mit euch? Seit wann verspätet ihr das Gebet? Wisst ihr nicht, dass das Gebet zur richtigen Zeit verrichtet wird? Und der betet zu Hause gar nicht. Oder wie einer, mit dem bin ich einmal mitgegangen, um einen Heiratsvertrag zu machen. Er wollte eine Frau heiraten. Und ich wusste von ihm, er betet nicht. Da war ich noch ein Dummkopf, dass ich überhaupt sowas gemacht habe. Möge Allah so gelehrt sein. Auf einmal betet er. Weil die Frau betet und der Vater von der Frau betet. Und ich hatte Angst gehabt, dass er mehr als 4 Raka'a sogar an dem Tag betet. Und das sind die Taten für wen? Deswegen, du könntest jemanden sehen und denkst, das sind die Taten der Paradiesbewohner, aber er macht diese Taten nur. Yachi, du kannst mich betrügen, du kannst die Gläubigen betrügen. Du kannst jeden betrügen, jeden außer Allah.
Schaut, was Allah azawajal, hört, was Allah azawajal über die Heuchler sagt, subhanahu wa ta'ala. Er sagt, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Wahrlich, die Heuchler, sie wollen Allah betrügen, weil sie können Allah nicht betrügen, er aber lässt sie herumirren. Willst du Allah betrügen? Ich meine, schämst du dich nicht? Mit wem denkst du, hast du es aufgenommen? Daher, das ist das Problem, dass Leute die gesamte Zeit diese Taten für wen machen? Was haben wir gesagt? Für jemand anderen außer für Allah. Und zum Schluss, du wunderst dich, was sie für einen Tod sterben. Möge Allah uns alle davor bewahren.